René Gabriel aus der Schweiz. Aus der Schweiz. René, erzähl mir mal ein bisschen was hier zu den Kirschen, weil ich meine, wir müssen ja dich gleich sowieso noch mal vorstellen. Das sind ja nun mal... Wir machen große Weine und noch größere Kirschen. Also 38 mm, frisch gepflückt aus dem Luzernerland. Das hat einen unglaublichen Geschmack. Wie kommt denn das? Das kommt vom Baum. Ach so, alles klar. Also nicht von der Erde. Das sind keine Erdkirschen also. Nein, kein Terroir dabei. Du bist ja wirklich ein ganz bekannter, berühmter Weinkritiker, Journalist, wie wollen wir es nennen? Weintrinker vor allen Dingen, Weinliebhaber. Ja, Weinentertainer. Und vor allen Dingen, der auch gerne mal, wie nennt man das hier nochmal in der Schweiz? Das ist ein Blütenspenz. Alles klar, das ist kein Pfiff. Normales Bier. Aber das ist ein normales Lagerbier. Okay. Doch, ne? Na klar, erzähl. Erzähl mir mal ein bisschen was zu diesem Glas, denn das ist das Gabriel-Glas, was wir hier haben. Und ich fand es ganz spannend eben, du hast schon ein paar Sachen darüber erzählt. Das ist eigentlich ein Weinglas, aber daraus kann man alles trinken. Ja, selbst okay. Ein Bier wird noch besser. Weil es ist aus einem Guss gemacht, ja? Es hat keine Sollbruchstellen, 100% bleifreie. Ja. Trübt nicht, wird nicht blau. Und mit ganz wenig Wein bekommt man hier schon die ganze Oberfläche. So eine Cognac-Portion reicht aus, da bist du auf 9,5 cm. Das gibt einen unheimlich praktisch Dekantiereffekt. Wir sind auch hier sehr nah, das heißt eine gute Kommunikation mit dem Produkt und durch diese gewölbte Form, das ist eigentlich die Nasenverlängerung. Und was kostet das ungefähr? Genau, was kostet das in Deutschland ungefähr? Das kostet 12 Euro, das ist das normale Standardglas. Da gibt es noch ein ganz ultraleichtes Mundgeblasenes für 24. Und man kann auch Bier austrinken. Wow, sicher.